Kleines Update zu dem Projekthaus Purple Rain. Wenn du wissen möchtest, wie der Stand der Renovierungsarbeiten in diesem Haus ist und was aus diesen ganzen Plastikcouches und dem ganzen Schrott im Haus geworden ist, dann ist das dein Video. Let's get into it. Kurzes Update zu Purple Rain. Da ist schon eine Menge passiert, aber ich würde vorschlagen, gehen wir rein und schauen uns an. Auf geht's. In das Haus sind schon 2 Wochen Entrümpelungsarbeit eingeflossen. Wie ihr hier seht, das ist der Eingang. Vorher war alles schön in Plastik eingepackt hier und verspiegelt. Und das ist jetzt alles runtergerissen. Also da liegt schon die Drywall. Das kommt an die Wand ran. Der ganze Kram hier vorne, das ist alles noch Trim bzw. die alte Verkleidung gewesen in dem Haus. Hier liegt der ganze Stapel Drywall, also Trockenwand, und die Trims, hier oben sieht man das schön, sind alle schon runter. Hier nochmal ein Vorher-Eindruck, wie das Haus aussah, beziehungsweise die Möbel hier drin, alle in Plastik eingepackt. Ja, das ist alles weg. Das, wie gesagt, waren 2 Wochen lang Entrümpeln. Auch die Plastikfolie von den Couches ist weg. Hier sieht es heute ein bisschen anders aus. Das ist aber kein Schimmel oder sowas, sondern das ist wirklich nur die Jahrzehnte alte Tapete und Leim und was auch immer. Hier mussten die Rohre ausgetauscht werden, also da sieht man dann im Hintergrund noch das PEX, also dieses PEX, dieses blaue und das rote, also das Kalt- und das Heißwasser-Plastikrohr, was neu gezogen werden musste. Das sieht man dann oben nochmal, wenn es rauskommt. Aber schauen wir uns mal die Küche an, da sieht man auch eine gewisse Transformation hier vorher. Zugestellt mit Wandvertäfelung. So, jetzt ist schon eine Menge passiert. In dem Teil der Küche oder in dem Waschraum waren wir noch gar nicht, weil der einfach das letzte Mal voll zugebombt war. Vom Feinsten hier. Aber es geht vorwärts. Die Jungs sind fleißig, sind dabei. Auf geht's. Dich interessieren US-Immobilien und Investitionsobjekte? Du möchtest mehr Status-Updates zu Objekten, an denen wir gerade arbeiten? Ganz einfach, lass mir ein Like da, schreib mir in die Kommentare, was du dir wünschst, und ganz klar, abonniere meinen Kanal, da verpasst du keine meiner Folgen mehr. Hier nochmal der Raum, zu dem man es im ersten Besichtigungsdurchgang nicht geschafft hat, weil einfach viel zu gemüllt war und die Küche davor nicht durch, also man konnte einfach nicht durchlaufen. Hier ist Washer und Dryer, also Waschmaschine und Trockner, übereinander gestapelt. Ja, und die Küche hat da schon einen gewissen Charme. Also hier unten sieht man noch die gelben und schwarzen Fliesen, das war unten drunter, das haben die einfach nur verkleidet. Und da kommt jetzt auch wieder Trockenwand oben drüber. Nochmal die totale, die Fenster vorher mit Plastikcouch, und so sieht es heute aus. Also alles runtergerissen, oben die Trims, also in den Kanten und Ecken sind die ganzen Verkleidungen raus, aber gehen wir mal hoch, da ist es auch schon in den letzten Zügen. Hier lag vorher noch Teppich, wie wir gleich sehen. Das sah alles noch ziemlich bewohnt aus und es roch ein bisschen streng, und an dem Raum hier sieht man auch eine schöne Transformation. Also hier, das ist das vorher, zugemüllt bis unter das Dach, und das ist heute. Also hier stehen nur noch die Verkleidung für die Radiatorheizungen, und ja, die Gitter sind immer noch dran. Also hier ist die Heizung nochmal neu verlegt worden bzw. musste verlegt werden. Das sind alte Rohre. Und kleine Anekdote zu diesen Trims hier am Fenster, also die müssen auch alle getauscht werden. Also die Fensterbretter, weil da könnte Bleifarbe drin sein. Philadelphia hat die Regel, dass alles, was Bleifarbe haben könnte, ausgetauscht werden müsste. Und da wird in den Fensterbrettern und in dem Fußboden gemessen.
Ja, gehen wir ins Bad. Das ist heute das Bad. Und hier sehen wir den Vergleich zu vorher. Also ja, da hat sich auch was getan. Das musste auch alles raus. Der neue Abfluss musste gelegt werden. Die Rohrleitung musste neu verlegt werden. Aber ja, ist halt so bei einem alten Haus. Old House Problems. Gehen wir mal hier hinter ins alte Schlafzimmer. Das ist das Vorher. Also auch jede Menge Müll. Und so schaut das Ganze heute aus. Also das Haus wirkt viel größer, nur wenn der ganze Müll raus ist. Ja, aber hinter den Verkleidungen hat sich da noch ein bisschen was verborgen. Hier ist schon mehr Fortschritt, hier ist auch schon die Trockenwand schon dran, wie man sieht. Das muss dann nur noch sauber gemacht und verspachtelt werden. Hier ist der Kleiderschrank, also der eingebaute Kleiderschrank, die alten Türen, Fußboden kommt neu. Da ist in jedem Zimmer noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber in diesem hier ist es schon, ja, schon recht weit fortgeschritten. Hier links sehen wir jetzt den alten Kleiderschrank und da kommt auch wieder ein Kleiderschrank hin. Das heißt, da kommt auch Trockenwand davor und dann ist das ein eingebauter Kleiderschrank. Ja, der Fußboden ist noch sozusagen gutes Holz unten drunter, aber das kommt auch besser. Hier oben in der Decke sieht man noch das Plastering, also diesen Rauputz oder wie heißt sowas? Ja, also das ist das zweite Schlafzimmer hier zuvor. Auch voll mit Müll bis unter das Dach. Und das ist es heute, da steht eine Menge Trockenwand mit drin, die oben verbaut werden muss. Und ja, an den Wänden, das ist eigentlich nicht so schlimm. Hier nochmal die Thematik mit den Fensterbrettern, also da ist Bleifarbe verbaut. Und da müssen alle Fensterbretter komplett ausgetauscht werden von jedem Fenster, weil es könnte sein, dass da was drin ist. Und ja. Und hier oben an der Decke musste das ganze Plastering runtergemacht werden, weil da gab es ein kleines Leak, also da hat es reingeregnet. Da gibt es aber keinen strukturellen Schaden, aber das Dach ist wieder dicht. Die Balken sind eigentlich alle trocken, da muss nichts groß ausgetauscht werden, das war eher kosmetischer Natur. Und hier nochmal ein Eindruck von dem Schlafzimmer 3, das war das erste auf dieser Etage, wo wir reingegangen sind. Auch hier die Fensterbretter sind ein Thema. Die Radiatorkästen, die sind eigentlich gute Handwerksarbeit, also diese weißen Kästen hier. Und hier sind die Heizungsrohre, weil die müssten, ja, da gab es noch ein bisschen Schimmel bzw. ein kleines Leck in der Heizung. Ja, wird komplett getauscht. Jetzt da sind wir im Keller. Und hier hatte das Haus auch seinen Namen bekommen, Purple Rain, von außen Purple. Und hier drinnen hat es gerained, also hier war ein Leck. Und da sieht man jetzt, genau da war das Leck und das ist jetzt behoben. Deswegen können wir das Haus jetzt eigentlich nur noch Purple nennen. Genau, also das rote und das blaue Rohr, also die PEX-Stücke, das ist genau das, was ausgetauscht werden musste. Da war das Leck. Aber vom Prinzip her sieht das noch genauso aus wie vorher. Das ist ein nicht fertiggestellter oder unfinished Basement. Und hier stand noch jede Menge Müll rum. Das ist alles weg. Jetzt ein bisschen heller. Die Heizung bleibt, der Water Heater bleibt, also der Wasserheizer, der Gaswasserheizer, das bleibt alles drin. Das ist alles relativ gut verbaut. Und ja, da muss nicht viel gemacht werden. Und das hält auch die Renovierungskosten im geplanten Rahmen. Die werden sogar unterschritten, wie es ausschaut. Renokosten geplant waren 30.000, Kaufpreis 64.500. Das ergibt einen Faktor von 6,4, Brutto-Mietrendite 15,5% und der Cashflow, Cash-on-Cash-Return sind 11,4 mit einem 916 Dollar Cashflow pro Monat. Das heißt, das wird in dem Haus auch so eingehalten. Super. Solche Renovierungen interessieren dich? Du möchtest mehr dazu wissen? Schreib mir in die Kommentare, was genau dich interessiert und dann kann ich darauf individuell eingehen. Das war der Zwischenstand zu Purple Rain. Was jetzt eigentlich nur noch Purple heißen sollte, weil Rain ist abgestellt. Wenn du das finale Produkt nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und läute die Glocke, dann wirst du sofort informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.